Das Tor haben wir jetzt geöffnet gehabt. Hier ist das zweite Teil davon. Kann ich da runter? Scheiße. Egal. Alles 15 sollte es kein Problem werden. Also. Oh Mann, das ist auch scheiße, die fernzusteuern irgendwie. Zumindest auf so große Distanzen, ey. Alle rein, ey. Sau lustig. Egal, da sind sie doch schon die nächsten. So, soweit so gut, würde ich mal sagen. Der eine Depp von mir bringt das Rad zurück. Sollte er zumindest. Ah, wo ist denn der Jeep? Hat er das noch in der Hand? Oder sollte es hier irgendwo rumliegen jetzt? Hä? Ich verstehe nicht, wo das Rad sein soll. Ist okay. Ja, kommt jetzt einfach mit. Ha. Nee, ich brauche keine neuen Schergen. Also mit 15 kann ich mich nicht beklagen. Ach, das ist doch. Mitten auf der Strecke liegen geblieben. Naja. So schlimm ist es nicht. Gut, jetzt benötigt ihr 12 Schergen, um es zu drehen. Ich habe sogar 15. Das dauert aber lang. Da boxt lieber nochmal einen weg hier von meinen Leuten. Ach, scheiße, hat nicht funktioniert. Weiter geht's. Quartiere der Häuptlinge 2. Wo gehen wir jetzt lang? Erstmal das kaputt machen. Ein Portal. Bam. Alles kaputt machen. Was sind das für Musik? Kommt's jetzt zum großen Kampf? Wir haben das Nest gefunden, Herr. Vorsicht! Schreckt sie nicht alle auf einmal auf! Sonst stecken eure Schergen innerhalb kürzester Zeit in einem Topf. Jetzt holen die Schätze! Aha. Nö, ich hole mir jetzt erst noch meine Schergen wieder hier. Also so leicht gehe ich nicht voran. Hier, perfekt. Ich schreibe schon, wo ein anderen 3 sind. Oh, ich weiß, wo sie sind. Da. Ah, diese scheiß Löcher, ey.
Ja, wenn die alle aufstehen gehen, ist der eh im Arsch. Wow. Ja, diese Fernsteuerung ist schon ganz lustig. Oh, verdammt. Soll ich in ein paar reingehen? Da, da rechts. Na ja, da, perfekt. Ey, Moment, na ja, danke sehr für den Trank. Alle auf ihn, bam. Das nenne ich überrannt. Kann man da runter? Cool. Aber nur die Schergen wieder. Egal, ich weiß ja, wo ich runterkomme. Und das ist noch ein Mana-Trank gewesen. Welcher Depp hat mich getroffen von den Wichsern? Egal. Weiter geht's. Rein theoretisch müssten da hinten noch so Deppen sein. Auf, Leute. Ach du heilige Scheiße. Was mir alles hätte machen können. Die Ratten freilassen und alles, und wir haben sie so besiegt. Weiter geht's. Boah, was ist das denn für ein Vieh da hinten, wenn ich das schon sehe? Hammerhart. Was sollte das denn für ein Freak sein? Naja. Jetzt ist ja nicht mehr unser Problem. Alter, wie viel sind denn da von denen? Bäh! Lach, wenn die Ratten die töten. Oh Mann, ey, was ein Scheiße. Ja, geht ganz gut, aber die sind halt schon relativ stark, ne? Also, muss man schon sagen. So, das waren sie schon alle. Schon ist gut. Oh, Alter, wie viele man da noch befreien hätte können. Hey! Genau, so sehe ich das nämlich. Was ist denn hier? Mana von. Oder? Ja. Ich verstehe nie, wenn einer fehlt, wo der ist oder was er gerade macht. Also einer von meinen Schergen. Das wundert mich immer voll. Nö, also jetzt sind ja keine Gegner mehr da, jetzt brauchen wir die Ratten auch gar nicht befreien. Was auch immer das ist, da ist das Essen. Also. Eure Schergen tragen es für euch, Meister. Toll, das sind diese Vorräte. So viele wieder ran können. 8. Ihr habt es gefunden. Rauschingen ist gerettet. Vielen Dank. Wenn ihr das Essen einfach hier abstellen könntet, wir bringen es nach Rauschingen.
Dieses Essen würde euch eine beträchtliche Menge an Lebenskraft einbringen, Herr. Brauch ich nicht. Ihr könntet ihnen das Essen überlassen. Geht einfach zu der Plattform und lasst eure Schergen das Essen dort ablegen. Wenn ihr richtig böse seid, könnt ihr es natürlich auch... Nee, so böse sind wir nicht. Akt. Hoffentlich belohnt euch Rauschingen dafür. So fies sind wir ja dann doch nicht.